Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Endlich, ich bin wieder zurück und heute habe ich für euch ein veganes Zwetschgenplunder-Rezept. Das Ganze besteht aus einem Hefeteig, dann haben wir einen Vanillepudding, außerdem noch Zwetschgen und dann die Streusel oben drauf und das ist wirklich super, super lecker. Also es hat dem Ganzen keinen Abbruch getan, dass wir da kein tierisches Produkt drin haben. Es ist wirklich richtig gut. Und dann kommen wir direkt zu den Zutaten. Für den Hefeteig brauchen wir einmal ganz normales Mehl, dann Apfelmus, das ist unser Ei. Ersatz. Wir brauchen Zucker, eine Prise Salz, dann noch flüssige Margarine, Pflanzendrink eurer Wahl. Ich habe jetzt hier Hafermilch mit Vanillegeschmack und dann noch Hefewasser. Da habe ich jetzt einfach lauwarmes Wasser mit einem halben frischen Würfel verrührt und dann an der Seite stehen lassen. Und dann legen wir direkt los. Wir geben jetzt einfach alle Zutaten nach und nach, außer die flüssige Margarine, in unser Handrührgerät, in unsere Küchenmaschine und verrühren das jetzt einfach mit dem Knethaken auf niedriger Stufe. Dann gebt ihr so circa nach einer Minute die flüssige Margarine dazu, lasst es auch einrühren und so muss das Ganze jetzt einfach verknetet werden, bis ihr einen schönen geschmeidigen Teig erhaltet. Und natürlich geht das Ganze auch super mit der Hand, also dafür braucht man keine Maschine. Den Hefeteig für circa 6 bis 8 Minuten in der Küchenmaschine verrühren lassen oder eben mit der Hand verkneten, damit das auch schön geschmeidig wird. Und veganer Hefeteig ist von der Konsistenz ein bisschen weicher als normaler Standard-Hefeteig, damit das auch wirklich ja schön soft und weich nach dem Backen bleibt. Aber natürlich sollte das jetzt auch nicht komplett an der Hand kleben bleiben. Jo. Als nächstes gebt ihr einfach den Hefeteig auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche, rollt das nochmal zu einer schönen glatten Kugel. Die kommt dann zurück in die Schüssel. Die Oberfläche könnt ihr dann auch nochmal mit etwas Mehl auslegen. Und so muss jetzt unser Hefeteig abgedeckt für mindestens 2 Stunden an der Seite ruhen, damit er wirklich schön aufgehen kann und das Volumen sollte sich auf jeden Fall verdoppeln. Für den Vanillepudding brauchen wir jetzt einmal Haferdrink wieder. Ich habe hier einen mit Vanillegeschmack. Außerdem brauchen wir dann noch ein Päckchen Vanillepuddingpulver sowie Zucker und Vanillezucker. Als erstes geben wir jetzt den Zucker gemeinsam mit dem Vanillezucker einfach zur Milch, erwärmen das an der Seite und währenddessen geben wir auch ein paar Esslöffel davon separat in eine Schale mit dem Vanillepuddingpulver, verrühren das einmal glatt. So kommt das dann jetzt unter ständigem Rühren zu restlichem Milch in den Topf und dann müssen wir das Ganze einfach nur noch eindicken lassen unter ständigem Rühren, bis eben ein schöner Pudding entsteht. So muss das Ganze dann jetzt auch an der Seite wirklich einmal vollständig auskühlen, weil sonst können wir den Pudding echt nicht weiter verarbeiten. Währenddessen könnt ihr auch schon mal die Streusel vorbereiten. Dafür brauchen wir einfach nur kalte Margarine, außerdem Zucker, Vanillezucker und dann noch Mehl. Und jetzt einfach alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit den Händen zu schönen Streuseln verarbeiten. Und das könnt ihr dann so lange auch noch in den Kühlschrank stellen, bis eben der Pudding ausgekühlt ist und der Hefeteig aufgegangen ist. So sieht jetzt der Hefeteig nach der Gehzeit aus und den geben wir einfach wieder auf die leicht bemehlte Arbeitsfläche und rollen das jetzt mit einem Ausrollstab einfach zu einem schönen Rechteck aus. Als nächstes mit einem runden Gegenstand oder einem runden Ausstecher einfach Kreise aus dem Hefeteig ausstechen. Die Teiglinge dann so ein bisschen abklopfen, damit das überschüssige Mehl einfach jetzt runtergeht. Die Teiglinge dann auf ein Backblech mit Backpapier geben und so fortfahren, bis eben einfach der komplette Teig aufgebraucht ist. Und den Überschuss, den man jetzt hat, den kann man jetzt einfach natürlich wieder ganz einfach und easy zusammenkneten, ausrollen und dann wieder ausstechen. Dann können wir jetzt alles zusammenstellen. Hier habe ich einmal meine Streusel, dann habe ich hier Zwetschgen, die habe ich einfach nur halbiert, aber die kann man auch gerne vierteln, wenn sie zu groß sind. Den ausgekühlten Pudding dann einmal in einen Spritzbeutel füllen, vorne eine große Spitze abschneiden und den Pudding jetzt einfach auf die Teiglinge spritzen. Dabei darauf achten, dass ihr einen Rand lässt, damit das Ganze nach dem Backen einfach nicht ja, über den Teig quillt. Jo, dann schnappt ihr euch jetzt die Zwetschgen, gebt die dann einfach über den Pudding. Je nachdem, wie groß natürlich die Zwetschgen sind, könnt ihr mehr oder weniger raufgeben. Und über die Zwetschgen dann einfach nur noch die Streusel verteilen und somit kann das Ganze auch gleich in den Backofen wandern.
An dieser Stelle wollte ich noch was zur pflanzlichen Milchalternative sagen. Ich habe hier heute jetzt nur Hafermilch mit Vanillegeschmack verwendet, genau. Aber ihr könnt auch sehr gerne zum Beispiel einfach Sojamilch mit Vanillegeschmack verwenden oder auch nur Sojamilch pur oder nur Hafermilch pur. Also ich denke, dass Soja auch noch sehr gut dazu passen würde. Aber Mandelmilch, Kokosmilch und Reismilch oder so Reisdrink würde ich jetzt nicht an dieser Stelle empfehlen, weil ich denke, dass die einfach einen zu starken Eigengeschmack haben. Ansonsten wandern jetzt die guten Stücke in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad. Ober-Unterhitze für circa 22 Minuten. Also ihr müsst einfach schauen, dass der Hefeteig so leicht goldig wird und die Streusel minimal Farbe abbekommen. Und dann könnt ihr sie ja entweder warm genießen, aber auch noch am nächsten Tag. Also ich kann mich echt nicht entscheiden, was ich besser finde. Und genau, falls ihr jetzt Interesse am Rezept habt, dann schaut mal gerne unten in der Infobox vorbei. Dort werde ich euch die genauen Mengenangaben sowie die Zutaten nochmal aufschreiben. Und wirklich, probiert das Rezept gerne mal aus, egal ob ihr vegan seid oder nicht. Also ich finde echt, dass das dem Ganzen keinen Abbruch getan hat. Die schmecken genauso gut wie normale. Und ja, ansonsten freue ich mich auf euer Feedback und bedanke mich natürlich wie immer fürs Reinschalten und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!